Die Gerüchte waren also alle wahr. Ford hat nun einen brandneuen EcoBoost Mustang enthüllt, der die Leistungslücke zwischen bisherigem EcoBoost und V8 schließt. Der High-Performance EcoBoost bekommt einen verbesserten 4-Zylinder EcoBoost Motor, der 334 PS und 474 Newtonmeter Drehmoment leisten soll. Ursprünglich hat der Wagen als Projekt gestartet, bei dem man den Focus RS Motor in einen Mustang gebaut hat. Innerhalb von nur 10 Monaten hat man dann dieses Projekt aber zur Serienreife gebracht. Erreicht wird die Mehrleistung unter anderem durch einen größeren Turbo. Dieser High-Performance EcoBoost soll eine Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde im mittleren 4-Sekunden-Bereich schaffen und die Höchstgeschwindigkeit steigt auf 250 km/h. Doch laut Ford ist die Besonderheit nicht die pure Leistung auf dem Papier, sondern dass 90% des Drehmoments im Drehzahlband zwischen 2500 und 5300 Umdrehungen anliegen soll. Auch darüber hinaus soll die Leistung spürbar besser bis zum Drehzahlmaximum von 6500 Umdrehungen anhalten. Interessant ist definitiv, wenn wir diese Daten mal gegen den bisherigen US- und EU-EcoBoost halten. Gerade im Vergleich zum EU-Modell sind diese 334 PS schon ein deutlicher Sprung nach vorne. Damit der Wagen auch entsprechend sportlich klingt, kommt jeder High-Performance EcoBoost mit der Klappenauspuffanlage mit 4 Endrohren und die hören wir uns nun mal an. Doch Motorleistung allein würde ja irgendwie noch kein High-Performance-Wagen abgeben. Entsprechend rüstet Ford auch an anderen Stellen auf. So bedient man sich auch am Teilen vom Mustang GT, zum Beispiel der größeren Bremsanlage, aber auch aerodynamischen Bauteilen wie dem Heckspoiler. Dazu gibt es auch spezielle 19 Zoll Felgen auf 255er Sommerreifen mit dem High-Performance-EcoBoost. Wer es noch sportlicher haben will, kann dazu das Handling Package kaufen. Dies beinhaltet noch bessere teilmetallische Bremsen, das Magnetic Ride wird speziell eingestellt und abgestimmt und als Reifen gibt es die breiteren 265er P-Zero Corsa 4 Reifen auf speziell lackierten 19 Zoll Aluminiumfelgen. Für besseres Handling soll zudem dann auch eine 24mm Pendelstange sorgen. Aber auch optisch wird der Wagen ein Unikat. An den Kotflügeln und im Innenraum gibt es ein besonderes 2,3 Liter High-Performance-Emblem. Der Kühlergrill scheint von dem California Special übernommen zu sein mit dem schicken Triber Pony-Emblem. Und auch am Heck finden wir genau dieses Triber Pony-Emblem nun auch am Heckpaneel. Die Außenspiegel und der Heckspoiler sind als besonderes Highlight in Magnetic Grau lackiert und auf der Motorhaube gibt es diese metallisch grauen Streifen entlang der Linienführung. Für alle Modelljahr 2020 Mustangs gibt es zudem ein kleines Highlight für alle Technikbegeisterten. Mit der Ford Connect App kann man nämlich seinen Mustang per Smartphone fair- und entriegeln, das Benzin oder auch den Ölstand checken und beim Automatik sogar auch einen Fernstart auslösen. Nun aber zur schlechten Nachricht dieser News. Die Ankündigung des High-Performance-EcoBoost bezieht sich bislang nur auf Nordamerika. Ich fände es klasse, wenn der Wagen es auch nach Europa schafft, wäre sicher auch eine coole Alternative im günstigeren Segment zu diesen ganzen Vierzylinder-Sportwagen, aber bislang gibt es dazu leider noch keine Info. Sollte sich daran noch was ändern, erfahrt ihr es natürlich sofort hier auf dem Kanal. Was haltet ihr vom High-Performance-EcoBoost? Wäre es in der Tat eine Option für manche oder schwören doch die meisten eher auf den V8 und nichts anderes? Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Wie immer zum Schluss bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt gerne auch den Gefällt mir-Button oder abonniert direkt meinen Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.